Vorsichtshalber. Will ja nicht, dass hier irgendwas passiert. So. Ja, habe ich gemacht. Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte nur ganz bisschen, ich hatte aber nur so random Bausteine, also nie wirklich irgendwelche Sets oder so. Und ganz angefangen habe ich mit einem, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so irgendein Bauernhof-Set oder sowas. Und echt? das war kein Markending, sondern ne, wir hatten ja keine Kohle oder so. Das war einfach nur so irgendwas. Das waren so ein paar Tiere, so Bauernhoftiere, und dann konntest du irgendwas aufbauen. Aber das war alles, das waren nicht mal Klemmbausteine, das war einfach nur irgendwas. Das war, stellt man sich so hin. So, ja, ich war halt wirklich super spoiled als Kind. Ich habe immer, wenn ich was haben wollte, habe ich es oft gekriegt. Sex. Das wollte ich jetzt. Entschuldigung. Als Siebenjähriger. Ja, jawohl. Naja. Damals, klar. Als Siebenjähriger erstmal schön Fluppe ziehen. In den 90ern war alles anders. Geil. Ja, klar. Nee, aber das, ich glaube, das erste, an was ich mich erinnern kann, war so ein Lego-Pyramiden- Set mit so ein Pharao. Das war so eine Adventures-Kette, glaube ich, war das damals. Oh, wollen wir ganz kurz, wollen wir auf Tobi warten? 99, ja, ja. Okay, wir warten mal auf Tobi. Okay, das weiß ich gar nicht mehr, aber die haben ja... Ich glaube, ich bin eh gleich wieder tot. Was, wieso? Hä, Tobi, was denn? Tobi, was ist los, Tobi? Ich habe Wildschweine und alles mögliche am Arsch leben. Tobi, ich rette dich. Lauf zu uns, Tobi, lauf zu uns. Ich habe Blaubeeren für dich stehen lassen, Tobi. Ich bin eigentlich schon tot, ich habe nur 3 HP. Lauf, Tobi! Wildschweine hitten dich nicht, wenn du einfach weiter gehst. Also wenn du normal Tobias, weiter Tobias, komm zu mir! Oh Mist, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hätte nicht rennen sollen. Ich hab einen! Boah, Alter, war das knapp. Tobi, ich rette dich! Mein kleines Bärchen! Ach so. Alles klar, Tobi, du bist safe. Super nice. Tobi, für dich mache ich das alles. Ja, warte mal, du warst nicht allein, Butzi, ne? Ich wollte es nur mal kurz sagen. Entschuldigung. Ich hätte alle 4 gemacht, wenn ich jetzt nochmal verreckt wäre, ganz ehrlich. Habe ich keinen Bock mehr gehabt. Gerade schon durch den Server-Lag hatte ich eigentlich schon, war ich kurz davor. Tobi, was ist denn los? Vorhin noch entspannt dem Putzi beim Sterben zuschauen im Sumpf, das war echt romantisch. Ja, wenn ich gestorben wäre, weil ich zu blöd wäre, kein Ding, aber wegen so verfickten Server-Lag, da kriege ich Aggros bei sowas. Ja, naja, gut, klar, das ja, verstehe ich schon. Was ist denn los jetzt? Warum so aggressiv? Was ist denn los? Putzi, ich glaube, der Tod hat ihn verändert. Ja, verändert Menschen, Valheim, ne? Ja. Tobi, willst du reden über was gerade passiert ist? Oder nein. Ist alles, ne? Okay, Tobi. So. Gut. Geht es, Tobi? Fühlt sich wieder besser? Tobi ist alles gut. Ja, geht, ne? Okay, gut, alles klar, gut. Willst du eine Himbeere vielleicht? Nee, ich hab, danke. Ah, ich kann nicht, ne? Willst du eine Himbeere? Ich nehme eine Himbeere. Okay, warte, hier. Oh, Moment. Hab ich vergessen. Ja, gönn ja. Danke. Sehr gerne. Geil. Toll. Warte mal, du kannst sie noch tragen? Nee, ich hab 290. Also ich hab grad 92 Himbeeren hast du. Nee, ich hab keine einzige Himbeere. Ich hab 4 Pilze, 7 Fleisch und 7 Würstchen noch. Putzi, zeig mal, was ist denn da? Hast du da, was ist das denn? Oh, hallo. Was ist denn? Oh. Hat's mich gerade erschreckt. Das ist mir so ins Gesicht geflogen, so blöd Vollkopf. Boah. Oh, ich sag, was ist denn jetzt auf einmal los? Oh. Schießt da Tobi mir den Tollkopf ins Gesicht? Tobi, was ist denn da los? Oh, da oben ist eine Truhe. Ich bin gleich wieder da. Da vorne ist schon wieder so ein hässlicher Troll. Guck ihn dir doch an. Lass es in Ruhe. Macht es lieber nicht. Ich hab leider keine Pfeile mehr. Ja, hab ich auch nicht mehr viel. Oh, das sind ja 2. Sieht Tobis Karte aus wie ein hängender Dödel. Oh. Was? Was sieht halt wirklich so aus? Tobi, was? Was sieht aus wie was? Was? Meine was? Karte sieht aus wie ein hängender Dödel. Ich wünschte, es würde mich wundern, Tobi. Stimmt, ja, da ist was. Ich sehe es. Ich kann es erkennen. Ich sehe den Schwellkörper. Ja, herrlich. Den Schwellkörper? Was? Hätten wir das nicht so Schwellkörper? Wir sollten nicht in diese Richtung laufen, wenn wir alle keine Pfeile mehr haben, ne? Ja, aber ich gehe doch nicht zum Troll. Ist der nicht hier unten gerade gewesen? Ja. Ich habe ihn hinten gerade. Putze, der ist hinter der Höhle. Und er hat schon Aggro. Nice, Putze. Nice, alles klar. So. Ich krieg den alleine. Ich mach den. Ich sammel Disteln. So. Ich mach Disteln den. Und das für Valhalla. Ja, für unsere kleinen Tränke. Ich will das ist auch schön. Nach, ich will auch nach Valhalla. So.
Oh, wie viel Glück kann man haben? Ich würde gerne Agro ziehen, aber ich habe einfach gar nichts mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, nice. Schön, dass ich Agro habe. Du hast dich eigentlich mehr schön, wenn du Agro ziehst, Erik. So. Okay, komm her. Komm, Agro. Agro mich. Ich habe keine Pfeile mehr. Was? Tobi, hast du noch Pfeile? Tobi! Ich habe noch Pfeile, ja. Du bist schon. Baller mal rein. Oh. Ja, geil, Tobi. Oh. Super nice. Der baut hier. Ich lasse den Kupfermine abbauen. Super nice, komm. Hau nochmal drauf, komm. Oh, Server-Lag. Oh, schlechte Nachrichten, Vorsicht. Ne? Ich habe keine Pfeile mehr. Das wird richtig gut. Komm da rein, Erik. Ich habe noch 7 Feuerpfeile. Ja, da drin ist aber noch einer. Kann sein, dass da drin noch einer ist. Okay, da bin warte. Ich, Erik. Ich bin dein Gegner. Super. Ja? Ich lasse den hier die Mine auseinandernehmen, ne? Soll ich ihn killen jetzt oder nicht? Ja, mach gerne. Was weg ist, ist weg. Na gut, ja. Das sind die guten Feuerpfeile. Ist egal, wir haben davon noch welche zu Hause. Und wir können auch neue machen. Oh, Alter, Putzi, pass auf. Ja, ja, ja. Ah, oh, der ist fast weg, super. Hab ihn. Super, ja, nice. Er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. Ja, voll geil. Oh, super nice. Sitzt da drin wie im Jacuzzi. Kann mehr sagen. Also ich kann vorne mitnehmen. Alter, hier. Wie das aussieht. So. Er hat da gechillt da drin. Ne? Hat noch mal ein bisschen, Platz für Leder vielleicht? Kann das jemand mitnehmen? Ich bin 300, ich hab voll. Also, ich hab auch was voll. Ich kann's probieren, aber ich bin auch so gut wie voll. Also. Tobi, hast du Blutsäcke? Hast du noch Blutsäcke oder Gedärme? Kannst du mir die geben vielleicht? Gedärme, Erik, hier. Nee. Ja, geil. Okay, danke. Nee, ich hab. Was hab ich? Steine, Disteln habe ich. Ich bin leider schmeiß voll. Die Steine weg. Oder gib mir die Disteln. Gib mir die Disteln, hast du auch noch einen Slot. Geld. Ich sammle die Stack-Sachen. Ja, Geld kann ich auch nehmen. Ja, ja. Okay, super. Ich habe noch so viel Holz habe ich noch dabei und Steine. Brauchen wir die nicht? Nee, brauchen wir nicht. Die Steine kannst du weghauen. Da finden wir noch welche. Okay. So. Ja, Steine weg. Oh, ja, cool. Oh, geil. Ich habe das Trollleder auch aufkommen. Ich habe jetzt 8. Super nice. Nice. Den Kopf kann ich halt nicht mitnehmen. Ne? Ich hab aber schon 2 im Gepäck. Hat jemand den anderen Kopf mit? 2 habe ich mit, aber den kann ich nicht mehr mitnehmen. Ah, wegen. Hast du noch Steine? Schmeiß die weg. Ich habe keine Steine, ich habe aber Holzfragmente. Aber kannst du die. Knochenfragmente meine ich. Kannst du die Knochen? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Hast du noch Gedärme, Blutsack, nee. Eventuell Trophäen von Schlundegeln, Pilz? Nee, okay, Pilze musst du behalten. Ich habe Holz mit, also ich kann das auch weghauen, wenn wir Holz, aber Holz ist immer geil eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ja, uralte Rinde oder sowas? Aus dem Sumpf irgendwas mitgenommen? Nee. Ja, warte, hier habe ich noch Steine 2. Warte mal, vielleicht. Ja, die haust du weg. Die Oh, 2 Steine. Ach, okay, ging. Jetzt haben alles klar, passt. Super nice. Aber okay. wenn man hier oben sitzt, angegriffen? Ich müsste nämlich nochmal echt dringend pinkeln. Ich glaube, da wirst du nicht angegriffen. Wenn man hier oben sitzt? Nee, ne? Nee. Okay, ihr könnt ruhig schon weiterlaufen, ich komme euch dann hinterher, aber ich muss so dringend pinkeln, ne? Ja, gut, dann. Ja, okay. Geht so. Ruhig schon weiter, ich komm gleich nach. Alles gut. Okay. Ich dann bis gleich. Okay. Du bist gleich. Okay. Was ist das für ein. Okay. Ja, gut, wollen wir weiter? Einfach da so lang? Gehen wir weiter. Gehen wir mal weiter, mal gucken, was passiert. Wir bräuchten Pfeile, aber ja, chemisch. Tobi, biochemisch. Hallo, ja. Tobi. Oh, jetzt kommen die alle. Tobi hat eingeloggt, jetzt kommen die alle hier unten. Guck mal. Tobi, was hast du denn da mitgebracht, Tobi? Hast du ein paar Freunde gefunden, ha? Ja. Tobi. Wir haben einen Zumpf gefunden übrigens, Tobi. Was? Biochemisch Zumpf? In neuronalen Vernetzungen. Nice. Krass, doch. Yes. Oh, ich glaube, wir haben da unten... Ach, Tobi, hey. Hey, na? Du bist ja schon da, Tobi. Ja. Hast du Spaß da unten? Ja, total. Geht schon, hau mal zum. So, der Schaman ist schon tot. Boah, das wird der Ausdauer nervt manchmal ein bisschen. Wie komm ich da hoch? Hilfe. Oh, ich hab meine Axt ist kaputt. Shit. Kein Problem, hier wird aufgeräumt. Da war noch einer. Oh. So, wunderbar. Wunderbar. So, ich mache aus dem Turm, so. Da baue ich ein Dach drauf, dann hätten wir eigentlich gleich einen Unterschlupf. Oh, Tobi, ich brauche deine Hilfe nochmal ganz kurz. Wo bist du? Oh ja. Hier oben. Oh, ich hab wieder keine Ausdauer. Wo ist denn mit meiner Ausdauer? Oh ja, ich auch nicht. Ey, das ist echt, das ist ein bisschen nervig mit der Ausdauer manchmal, ne? Ja. Vor allem, weil es ja auch nass ist und weil es gerade regnet und alles ist. Es fühlt sich alles so falsch an. Ich probiere jetzt hier ein Dach zu bauen. Nice, Tobi, nice. Weg mit dem. Was geil, Putzi, geil.
Nee, ich hab kein, also ich muss euch da gerade im Stich lassen, weil ich hab kein... Oh, dankeschön. Au. Die Mods waren schneller. Ich hab keine Dings mehr, meine Axt ist kaputt und deswegen brauche ich jetzt einen Unterschlupf für uns, dass wir uns hier niederlassen können, weil da kommt das Portal rein, haben wir gesagt, ne? Ja, theoretisch schon, aber Portal passt ja noch, ne? Also wenn du Dach gemacht hast und so, das müsste eigentlich noch reichen. Genau, ich probiere es gerade. Es ist auch immer Nacht hier. So. Oh, nice. Oh. Utzi, ich leuchte dir den Weg. Ey, Tobi, weil ich hab's geschafft. Dunkel. Okay. Danke, Tobi. Okay. Dieses Verlass hat schon einmal gesagt, Tobi. Ja, klar. So, die Mods hier sind super, Bestes. Ist wirklich so, ne? Die Mods sind die besten. Ist einfach so. Und die schönsten. Da kann man aber Mods, da kann man aber die Mods loben im Chat. Für die Mods. Für die besten Mods. Ich glaube, bei mir ist gar keiner mehr sehr da. Gut. Doch, trotzdem sind es die besten, Putzi. Trotzdem sind es die besten. Und die müdesten. Ja, der Endamion wollte Schlappschwanz schreiben, hat aber Schlapp mit B geschrieben. Schlappschwanz. Ja, und da weißt du immer, wo es herkommt. Und das Schlapp mit B kommt vom Schlabbern. Dann also weiß ich genau, was er für eine Intention hatte. Richtiger Experte. Ich klapper nicht in meinem Schwanz, ja? Da wird die Mama aber nicht stolz sein, wenn so ein Fehler passiert, ne? Die hat auch schon, die hat auch schon Schwanz geschlabbert. Upsi. Schön, Erik, schön. Entschuldigung. Und das, beim, wenn das der Held der Steine hört, Erik. Morgen. Gleich mal deine Mutter hinterher. Aber so. Er ist befreit, gell? Da fühlt man sich gut. Ja, muss manchmal einfach sein. Ja, klar. Haben wir noch eine Handwerksbank? Die müsste doch hier unten, sein. Die ist unten hier. Unten. Ah, okay. Da können wir alles reparieren. Wo haben wir unten? Die Steine nicht reparieren, weil... Ah, okay, ja. Stimmt, wir können nur... Aber ein Portal können wir ja machen. Wir können das ja als Basis benutzen, trotzdem. Ich bin leider kein Held der Steine. Ich kann ihn nicht reparieren. Hast du noch was für ein Portal? Nee. Was brauchen wir denn davon... dafür? Naja, Surtlingkerne bräuchten wir, 10 Zwergenaugen und 20 Edelholz. Also doch so viel. Dann wäre es besser, wenn wir das Portal auf der anderen Seite abbauen, oder? So, was? Meine Eltern haben nur Sex, um mich zu zeugen. Jirania, sei da nicht traurig drüber, bei mir war es genau umgekehrt. Ich war nicht geplant. Ich bin einfach passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich geplant war, ich hoffe mal. Weiß ich nicht. Ist mir aber auch, also ist mir ehrlich gesagt egal, ob ich geplant war oder nicht, weil ich bin halt da, ne? Also wenn die zu. Jetzt bist du eilig und das kann da keiner nehmen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin voll stolz drauf, weil ich war ungeplant. Ich war nicht mal geplant und bin aber trotzdem da. Also super nice. Du bist selbst dran schuld, wenn sie zu blöd sind, ne? Große Leistungen schon damals vollbracht, ne? Einfach so, ich sag immer, ich habe beschlossen zu existieren und da bin ich. Genau. Du hast gesagt, du willst jetzt da sein, nicht genau, die, ja? Genau. Es wird Zeit. Genau. Jetzt reicht's. Die 80er will ich miterleben, hier bin ich. Genau so war es auch. Ja. So. Erik hat sich gedacht, das 18. Jahrhundert, da will ich einfach dabei sein. Ach, Tobi. Nee, komm, weißt du, wenn du mit deinen fetten Witzen hier immer kommst, ne? Ich mach nie fetten Witze, ich wehre mich nur gegen dich. Tobi, ich baue hier gerade eine Tür für unsere Sicherheit, fürs Team, ja? Bau die doch aus deinen 300 Himbeeren, die du dabei hast, hm? Ich habe vorhin auch Himbeeren verteilt. Ich habe keine gekriegt. Du wolltest keine, weil du welche hast, du Schlumpf. Ich wollte, mich hat keiner gefragt. Komm jetzt, gefälligst. Tobi. Ja? Tobi. Achso. Das hat mich schon ein bisschen erregt. Kann ich meinen Mantel anlassen? Ich habe ein Kondom aus Trollhaut dabei. Putzi, mach die Tür zu. Du ja schon. Was bin ich? Nee, auch du. Also, Erik, ich bin noch feucht. 10 Sekunden. Oh, warte, es klopft jemand. Warte. Ja, bitte. Oh, da ist keiner. Cool. Da ist keiner. Dürfte ich noch einmal reinschauen? Ja, gerne. Oh, ist keiner. Schade. Naja. Wo waren wir gerade? Erik, ich bück mich jetzt, ja? Oh. Oh. Ja, gut, ja, das. Ja, guten Tag. Was können wir für Sie tun? Guten Tag. Das ist mir jetzt unangenehm. Ich hab der Laute gehört, die mir gefallen. Könnte ich da vielleicht ein bisschen mitmachen? Das kostet 10 Gold. Das. Hab ich Ihnen... Ich hab das... Nee, komm, ich hab für sowas keine Zeit. Erik, ich bin nicht mehr feucht jetzt leider. Tut mir leid.
ich bin feucht! Ich bin wirklich feucht. Ich tropfe schon, schau. Eine Dose Butter, was? 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 Kommt das jetzt her? Oh, ist ein bisschen kalt. Warte mal, schnell wieder anziehen. Brokeback Castle. Ja, das ist unser RP-Server. Ja, ja. Für besondere Bedürfnisse. Ach ja. Gut. So. Dann, ach, schön. Ja, wollen wir das Portal hier drin machen jetzt? Ich weiß nicht, ob ich würde vorschlagen, dass wir erstmal den Sumpf ein bisschen absuchen, wenn das Wetter besser ist. Wir könnten Betten bauen. Ist das eine gute Idee? Dann ist der Spawn hier, ne? Ja, was jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir hier sterben, ne? Ich meine, wir sind hier oben noch Platz. Haben wir da noch Platz, ja, ne? Eins. Zwei. Ja, super. Oh, ich habe kein Holz mehr. Oben müsste noch wer ein Bett bauen. Ich guck mal, Maschines, wo waren das hier? Möbels. Ja, easy. Tobi, warte mal kurz, bevor du hier hochspringst. Ja. Kurz ziehen. So. Sehr gut. Ich kann um diese Zeit nicht schlafen. Ja gut, aber meinen Spawn habe ich gesetzt. So. Gut. Um diese Zeit kann man nicht schlafen. Okay, das ist doof. Ja, es regnet nur. Blöd. Wir werden sterben an Rauchgas vergiften. Nee, da oben ist noch alles gut. Ja, also das ich glaube, der Raum ist hoch genug, glaube ich. Ja, ja, alles gut. Ja. Man kann immer schlafen. Hä? Aber stand doch gerade da, oder? Ich habe es nicht probiert. Es stand da. Stand da. Kann man nicht. Okay. Vielleicht konnte man mal immer schlafen. Ich weiß es nicht. Du kannst um diese Zeit nicht schlafen. Na, alles gut. Also ich kann das schon. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das. Abend sein. Oh, Erik. Erik? Erik, alles okay? Ja, guten Tag, na? Wie geht's euch so? gut, dann. Oh. Wir haben übrigens gleich, ich wollte es nur sagen, wir haben gleich 2 Uhr, ne? Ja, alles gut, alles gut. Den Sumpf würde ich trotzdem noch mal kurz. Dann schauen wir noch den Sumpf an. Machen wir den Sumpf noch, ja. Da muss der Erik aber zu Tati. Ganz wichtig. Ja. Komm. Wow. Aha. Locker. Die Würstchen sind super, ne? Die Würstchen sind der Hammer. Die Würstchen sind super. Mm-hmm, gute mm-hmm. Würstchen. Das Ding ist, meine Achse ist kaputt. Ich kann nicht mehr, also. Ne? Ach so. Magst du meinen Knüppel haben? Oder soll ich dir meine Achse so lange geben? Was du willst, oder? Weil ich hau immer nur mit dem Knüppel drauf. Alles gut. Hier, ich gebe dir so lange mal meine Achse. Ja. Okay. Und meine Achse. Danke, Tobi. Hey. Ja, wir könnten Kisten bauen. Wir müssen den Scheiß aber wegholen. Wenn der Sumpf so winzig ist, lohnt es sich nicht, hier zu bauen. Ja dann. Auf. Los geht's. Boah, bei dem Wetter, na gut. Nützt ja nichts. Soll ich nochmal Elttier machen, dass wir Erfahrung haben? Ausdauer? Ja, schreiben kannst du nicht. Ich habe auch noch. Notfalls, aber dann, ja. Geil. Mit dem Wetter gehe ich nicht raus. Geil. Geil, Tobi. Pfeile bauen. Oh, Pfeile hätten wir bauen können, das stimmt. Was ist denn das da? Oh, hier ist ein ganz kleines Stück Ebene. Was ist Ebene? Das ist das ist diese Wüste. Das heißt, hier müsste es gleich aufhören zu regnen auch. Naja, gut, bis jetzt. Oh, cool. Und hier hast du einen Platz für diese Beeren, die Moltebeeren? Ja. Ja, ich hab. Okay, super nice, nimm mal mit. Was sind das? Alle mal das anfassen. Sind Beeren? Was meinst du? Das sind Beeren. Guck mal, hier ist auch zu regnen. Wenn wir wieder rausgehen, fängt es wieder an zu regnen. Oh, das ist aber geil. Dass das so ein Fleck ist, einfach mit einer Ebene. Das kann aber auch sehr gefährlich sein. Das kann aber auch sehr gefährlich sein, weil hier halt Viecher aus der Ebene angreifen, für die sind wir noch nicht bereit. Ey, ich bin ready, Erik. Nee, du bist nicht ready, glaub mir. Da drüben ist noch mehr Ebene, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn das für ein Ding? Ist das bestehendes Holz? Nee. Ist das neues Holz? Nee, ne? Okay. Traugrau. Oh, wir haben Besuch. Ja. Das ist nur. Oh, doch, da hinten ist Ebene noch ein bisschen, oder? Spock's den, der hat Diss-Track gemacht, oh, Lan. Mach ihn weg, die Sau. Ach, da ist noch einer. So. Gib ihm! Tobi, gib ihm! Gib ihm, Bruder! Back mit Bam! So. Ich hab leider keine Pfeile mehr. Ich auch nicht. Ey, ich also auch nicht. Ruf auf die Modi. Wir könnten doch bei der Dings noch welche bauen, nicht? War das nicht so? So, ja, wir sollten auf jeden Fall auf den Ebenen weg, falls da was spawnt, das ist nicht gut. Sollten wir nicht vielleicht ein paar Pfeile bauen? Ach, das geht so, ja. Komm. Bei der Werkbank noch, also weil wir... Vielleicht sollten, haben ja, wir bleiben einfach zusammen, dann geht das schon, glaube ich. Okay. Putzi, wir kriegen das hin. Okay.
Okay, Tobi. Ui, Alter, ich wollte gerade zuschlagen. Ja, das ist okay. Ich kenne das. Es geht öfters Leuten so, die mich sehen. Erik, das ist gefährlich, was du da machst. Ich hab den Gifttrank. Ah. Soll ich vielleicht mal trinken? Hm? Ich hab den jetzt auch mal wieder getrunken. Ich hab die extra sparsam eingesetzt. So. Putzi, ist alles gut? Ja, ich komm. Blutzeug hab ich dabei? Ja, okay, alles gut. Gut, Sumpf machen wir jetzt, habt ihr gesagt, ne? Genau, ja, der Sumpf ist halt echt nur klein. Das lohnt sich nicht, was zu bauen. Der ist winzig. Immer? Ist wieder so klein? Er ist leider wieder so klein. Oh, die Idee! Die Top setzt die Hochzeitsnacht. Was? Was willst du? So. Oh, ich will doch endlich mal neue. Ich will doch nur einen Dungeon in einem Sumpf sehen. Das wäre mit ja, Traum. Ja, das, irgendwie kein richtiger. Das wäre mit Traum. Ist das denn auch wirklich ein richtiger, so ein anderer Dungeon oder sieht der einfach aus wie alle anderen? Es ist ein anderer Dungeon. Oh, geil. Oh, hab ich auch irgendwie gesehen auch. Nein. Och, das ist doch, was das für ein Rotzding, das ist immer so klein. Ich möchte einen großen. Oh, ja, lass uns erstmal hier ablaufen. Ich möchte einen großen Dumpf, Erik. Lass uns erstmal ablaufen, mal gucken, wie groß der ist. Aber ich glaube, der ist nicht so groß. Aber wie ist meine Framerate hier im Sumpf besser? Ich weiß nicht warum. Es ist okay, ich merke da keinen Unterschied. Nur meine Grafikkarte, so 84 Grad, ich warte nur, bis die mal durchbrennt. Oh. Ja, aber ist ja, voll easy. Da drüben auf. Ist voll easy heutzutage eine zu bekommen, Putzi, mach dir keine Sorgen. Ja, das weiß ich. Das weiß wie dann am Meer. Wie PlayStation oder Xbox. Ich hab echt Angst, dass wenn die mal das dann. Was mach ich dann? Ist schwierig. Ja. Was ist denn das hier? Ist das auch Ebene oder was ist das? Oh, das ist auch Ebene. Hier ist noch mehr Ebene. Oh, das ist nicht gut, Tobi. Warum? Ja, weil super ist das. Die Ebenen haben Viecher, gegen denen wir noch nicht gewachsen sind. Boah, das ist aber geil, wie die Ebene, wie sich das hier ändert, so aus dem Sumpf raus. Das ist so hell. Ja, voll geil. Wo sind die Monster? Wo sind sie? Ich habe Durst. Nee, Tobi, ja. Ich will. Hör auf, mit deiner Kacke zu schmeißen. Händler haben sie nur kein Sumpfglück, ist wirklich so. Ja, oh, da sind Goblins. Ja, da gehe ich mal weg erstmal. Wo sind die? Da hinten auf der kleinen Insel, da vorne. Da, wo ich. Warte, kann ich das anpingen? Irgendwo. Achso, ich hab meine Reichweite nicht zu weit, sonst ist meine Grafikkarte noch wärmer. Ah, okay. Ich hab's hier runtergedrosselt. Oh, was denn das neue Mobs da vorne? Ja, aber die würde ich erstmal nicht holen. Okay. Aber cool. Würde ich vorschlagen. Also ihr könnt gerne gucken gehen, aber ich halte mich dann ein bisschen bedeckt. Ja, nee, was, wir sind doch ein Team, oder? So. Wir sind doch ein Team. Klar sind wir ein Team, wenn einer losläuft und Scheiße baut, klar. Klar. Okay, das so. Aber... Schade. Du kannst mal Moldbeere mitnehmen, ne? Hier einfach mal. Putzi, du hast hier eingesammelt. Nee, ich hab die. Achso, oder oben. Ich gar nicht. Alles klar. Was hab ich gekriegt? Mittlere raus da irgendwas. Was ist, wenn wir da links gehen? Darüber so, in die Richtung. Der Sumpf ist leider echt scheiße. Ja, lass mal probieren. Weil da waren wir noch nicht, oder? Ich nehme mal ein paar Blutsäcke mit und was hier so ist. Oh, hier ein Draugen zum Beispiel. Vorsicht. Oh, bist Erik, bist du wahnsinnig. Ah, ja, ich kenne ihn ja inzwischen schon. Insane. So, nochmal mitnehmen hier alles. Innen rein. Nicht mal einen Draugenspawner haben wir hier. Ich habe bei mir bei Singleplayer habe ich was gefunden. Oh, Schleim. Ein Haus mit einem Draugenspawner drin und den habe ich jetzt etabliert als. Da kann ich jetzt immer innen reinholen. Hä? Tobi, warum bist du so stark? Was ist mit dir los? Der Tobi hat einen Knüppel. Das geht bei Schleim sehr gut. Ja. Ja, das weiß ich. Der Tobi hat einen Knüppel. Ich schau da mal richtig doof mit meinem Knüppel. Geil. Sternentraugriff von mir. Ja, da vorne? Und links Skelett links. Okay, ja. Oh, Achtung, da ist auch noch ein Draugen. Oh, hier ist auch Skelett. Oh Gott, was ist denn hier los? Voll die Halloween-Party hier. So, Schlundegel nehmen wir auch noch mit. Und da ist noch ein Skelett. Und der Schlund guckt so aus dem Wasser so, hallo? Oh nein, ich kann hier nichts. Oh, fuck. Aber Skelett kann seinen Bogen behalten oder was? Im Wasser, natürlich. Ja, na, das habe ich vorhin auch schon. Ich hab's fast. Nein, Putzi, du hast keine Waffe mehr aus. Okay, eine Waffe aus. Okay. Ich habe ihn. Mein Schwert ist auch halt weg. So, kommen Sie mal her. Okay. Hey, gibt's Kacke in dem Spiel? Nee, ne? Kacke? Ja.
Warum willst du das genau, so genau wissen? Weil im Chat gerade wer geschrieben hat, wir werfen mal Tobi mit Kacke bei mir. Hey, warum sollst du mich mit Kacke bewerfen? Was soll denn das jetzt schon wieder? Das ist symbolisch gemeint. Wegen Babs, Tobi. Achso. Also, wie grüßt man sich in Österreich? Ach so. Gehst du ins Café, kriegst aber voll so ein Watschen. So. So, mal gucken, wie weit der Sumpf in die Richtung geht. Ich glaube aber auch nicht so lang. Kann ich es jetzt nicht bestätigen. Naja. So. Also Schüler sind blutig. Nee, da ist heute auch schon aufgemacht. Aber was, wenn wir da weitergehen? Kann es vielleicht nicht sein, dass es nur unterbrochen wird, kurz durch, weißt du? Also wir können mal gucken, vielleicht ist da noch was, aber... Oh, warte mal, hi! Hey! Was ist mit dir? Also Erik spielt mit seinem Blutegel. Ja, so süß! Oh, da ist wieder Eberle. Schau, oh! Hm? Ebene. Boah, der macht mir Schaden. Macht der mehr Schaden, wenn der mich trifft, wo ich blocke? Wer denn? Was denn? Der Drauge hier. Ah, hier ist auch wieder ja, hier ist wieder oh, hier ist echt Ebene. Ja, aber nicht viel. Ja, ist auch gut so. Das ist immer so komisch, sind immer so kleine Furzgebiete. Hier ist wirklich so Furzgebiete überall, ne? Was denn? Da ist ein Goblin! Oh, ich hau mal ab. Oh, oh. Tschüss. Oh. Oh, oh, oh. Hallo, Freunde. Tobias. Oh, was hast du gehört? Nein, ich bin fast tot, Putzi. Tobias. Hilf mir doch. Hey, die können wir doch killen. Die haben gerade den Drauger one-hitted. Oh, ich sehe gerade. Oh. Kobolde. Bitte kein Moskito, bitte kein... Oh! Oh, was denn? Okay, Putzi ist down oder was? One hit. Hab ich's nicht gesagt? One hit. Warum glaubt mir denn keiner? Warum glaubt mir denn... Warte, okay, wir spawnen in der Nähe. Das ist nicht schlimm. Oh nein, jetzt sind die hinter mir her. Oh nö. Ich bin weg. Nein. One hit. Wer hat's gesagt? Auf wen hört wieder niemand? Ich hab dir nicht gesucht. Ich war jetzt. Tobi, jetzt verpiss ich mit der Blut. Guck mal, hier sind deine Koboldfreunde, Putzi. Tobi, die sind überall Ebenenstück. Hier ist schon wieder ein Ebenenstück. Ja, wir sollten hier weg. Das ist nicht gut. Das wollen ist nur. Wollen wir uns am Portal treffen? Ja, lass mal. Das ist aber schon ein Weg auch, ne? Aber One Hit? Ich bin ja nicht mal. Ach ja, du musst deinen Schlaf wiederholen, ne? Ja, hab ihn schon. Ah, alles klar, gut. Ach stimmt, wir haben ja die Spawnpunkte gesetzt. Ja, genau. Okay, super. Oh, nicht schon wieder. Oh, die killen wirklich. Ja. Da ist so ein Flatterwesen. Flatterwesen. Geh da weg! Geh da weg! Putzi, lauf! Geh nicht Erik, auf Flatterwesen. Oh Gott, Erik, es ist in meinem Ohr, Erik. Ah, Erik, es ist in meinem Ohr, Erik. Oh, es hat mich gestochen. Mann, haut denn dieser scheiß Kobold endlich mal ab! Erik, Flatterwesen! Oh, hey, die sind super schnell, die Kackdinger! Ich kill ihn jetzt. Ich weiß noch, wie ich immer gewarnt habe. Ach, ich weiß damals. Komm her zu mir. Du, Erik? Oh, ein Troll. Ja, bin. Du, Erik? Ja, Tobi, was denn? Wie stehst du denn zu neuen Freundschaften? Sehe ich dich auf der Map und du bringst irgendwas mit? Nein, ich frage nur. Das ist einfach nur eine Frage. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Ich mag vor allen Dingen Freunde, die mich nicht angreifen. Tobi, warum? Okay. Wo geht's dir denn jetzt hin? Ich frage nur, Erik. Frage nur. Tobi, warum fragst du denn? Erik, ich möchte das einfach nur wissen. Dann gib mir halt einfach mal eine Antwort jetzt. Habe ich auch gemacht. Ich mag Freunde, die mich nicht angreifen. Generell. Okay, das ist gut. Das ist gut. Tobi? Ja. Tobi, was genau? Oh, Scheiße, Goblin! Nein, nicht schon wieder, ich hasse dich! Euler, was Erik? Ist da? Ja, Tobi? Lauf! Die sind gerade hinter mir her. Also nicht gewesen, ja. Die sind nicht mehr hinter mir her, aber die. Boah. Ich hab keine Energie mehr. Halt echt super nervig. Hallo, Freunde! Nee, Putzi, hau mir ab mit deinen Kobolden da. Ja, ich, ja. Hallo! Der hat mich jetzt hier durch eine halbe Map verfolgt. Meine Freunde!
Nee, nee. Oh, hier ist. Oh, aua. Level 2? Krabutschenwurm. Eine Verbindung ruhig ab. Hallo, Freunde. Schleck mal stehen. Und was ist das denn für ein Kopf? Putzi, ich höre dich nicht mehr. Tobi, du Verrückter. Putzi, ich hab nichts gemacht. Sind das Tobi? Diese Freunde, von denen du geredet hast, Tobi? Du hast die an mir abgeschmiert. Oh, hier ist noch ein Troll. Da gehe ich aber erstmal. Das ist schrecklich. Ich gehe. Oh. Ich habe meine Rüstung abgelegt, damit ich schneller bin. Ich bin nackter im Wald. Erik, das war übrigens der, der mich verfolgt hat. Der Nackte im Wald. Putzi.